hallo und willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin der Ricky und das ist Every Gamer. Gaming is in the air everywhere. Und heute werde ich hier ein schönes Schneideprogramm testen. Vielen Dank da an Minitool für das Zusenden der Lizenz. Freut mich sehr, dass ich mir das mal anschauen kann und für euch berichten kann. Trotz, dass ich das zugeschickt bekommen habe, es ist völlig unabhängig. Das spiegelt meine reine eigene Meinung wider. Und was meint ihr? Könnte das eine Alternative für Premiere Pro sein? Nein, ich kann schon von vornherein sagen, die ist es nicht. Aber es ist vielleicht durchaus ein nettes, recht kostengünstiges Tool, was sich mal lohnt, näher anzuschauen. Ich werde euch zeigen, was ich gut darin finde, was ich vielleicht nicht so gut daran finde. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich werde hier heute einfach mal als Beispiel ein Stream von mir nehmen. Ich streame öfters auf meinem Kanal alles Mögliche an Gaming, Games, mache hier Unboxings, Reviews zu Hardware und das ist jetzt einfach mal hier eines meiner Call of Duty Modern Warfare 2 Streams. Das habe ich mir hier einmal unten reingezogen und werde mit euch in einer Kurzfassung für diejenigen von euch, die sich in kompakter Form zusammen anschauen wollen, eine kurze Fassung machen, wo ich nur Teile des Videoschneidens reinnehmen werde und mich dann eben auch konzentrieren werde, nur auf das Wesentliche. Von daher, auf geht's! Ja, also erstmal zum Grundsätzlichen, zu dem Overlay, zu dem GUI. Ja, was mich ehrlich gesagt ein wenig stört an dem Ganzen ist, es ist halt wirklich ein sehr einfaches Tool. Es ist spitze für Beginner. Vom Gefühl her ist es optimal für jemanden, der noch nie mit einer Schneidesoftware geschnitten hat. Aber was mir hier fehlt, wie ihr seht, wenn ich hier auf die Ränder der verschiedenen Teile gehe, in anderen Schneideprogrammen kann man sich die beliebig rauf und runter ziehen, kann hier das Vorschaufenster größer machen, kann sich hier den Bereich mit den Video- und den Audiospuren zurecht verschieben, in der Größe anpassen, so wie man es haben will. Und das geht hier schon mal nicht. Also, liebe Entwickler, wenn ihr da etwas wirklich Essentielles mal verbessern wollt, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das anpassen würdet. Grundsätzlich hat man hier erstmal so Haupttabs, wo man verschiedene Funktionen aufrufen kann. Hier im Media-Tab kann man einzelne Medien reinladen, leider nicht per Drag-and-Drop, das wäre auch etwas, was fehlt, aber hier eben über das Import-Media-Files und da kann man hier zugreifen auf den Explorer und sich alles mögliche reinziehen, was man möchte, Videodateien, Audiodateien, Bilder, was auch immer. Und hier hat man einfach die Vorschau von den Medien, die man sich unten reingezogen hat, die man eben schneidet, ganz normal, wie in jedem anderen Schneideprogramm auch. Ansonsten hat man hier Haupteinstellungen von der selektierten Medienart, die man hier verändern kann in dem rechten Bild. Soweit, so gut. Dann hat man hier Transitions und zwar sind es hier die Überblendungen, da gibt es ganz verschiedene Effekte. Das heißt, wenn ich jetzt hier hergehen wollte und an einer gewissen Stelle schneiden, nehmen wir jetzt einfach mal an hier, einfach nur auf die Schere draufklicken, zack, ist geschnitten. Und dann könnte ich mir hier schon, also es ist schon recht intuitiv, muss man schon sagen, das Programm. Könnte ich mir egal was hier draufziehen, zum Beispiel, keine Ahnung, das Auge, das mag ich eigentlich ganz gerne. Zack, drauf hat man hier schon eine Überblendung. Rechts seht ihr schon die Länge, die Art der Überblendung, die Voreinstellung, die man hier einstellen kann. Und dann lasse ich es hier laufen. Ja, ein bisschen weiter vorne. So, und jetzt hat man es kaum gesehen, da ist es so ein
eine Überblendung von dem einen Stück auf das andere. So, und das ist jetzt voreingestellt auf eine Sekunde. Da gibt es alle möglichen Effekte. Ich muss ehrlich zugeben, die bisherigen zumindest, die ich ausprobiert habe, erinnern mich so ein bisschen von der Qualität an die guten alten PowerPoint-Effekte. Es gibt schon ein paar ganz nette Sachen. Es lohnt sich da einfach mal ein bisschen durchzuschauen, was einem taugt, was einem nicht so taugt. Hier die Spirale. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Ja. Ganz nett, ganz cool. Könnten aber noch ein bisschen flashiger sein, so in meiner cooler, einfach moderner aussehen, in dem, wie sie ausgeführt werden. Aber es ist cool. Also kann man schnell machen, kann man schnell einstellen. Warum nicht? Ne? Dann hat man hier allgemeine Effekte, die man auf Teile des Videos anwenden kann. Und zwar hier einmal, ja, einfach so Filter sind das im Endeffekt. Also hier, schaut euch das an. Das ziehe ich mir jetzt drauf. Dann sieht das Ganze hier so aus. Nach der Überblendung hier haben wir den Effekt nicht drauf. Also man zieht sich das jeweils auf den jeweiligen Ausschnitt drauf. Man kann hier Texte einfügen. Und zwar... Das ist zum Beispiel ganz nett. Das habe ich, also das finde ich schon wirklich gut brauchbar. Das wird direkt an die Stelle eingefügt, wo man ist. Zack. So sieht's aus. Und dann hat man hier eine voreingestellte Länge, kann sich das ganz normal anpassen. Kann sich hier ganz normal die Schriften, Schriftgrößen, wie die Formatierung ist, einstellen. Und hier in dem Fall, jetzt nehmen wir mal irgendeine coolere Schrift, keine Ahnung, Road Rage hier, kann man sich hier zum Beispiel zwei Teile verschieben. Man könnte das jetzt einfach hier mal in die Mitte reinmachen. So, dann einfach ein Text. Es geht voll ab hier. Zack. Und dann lässt man das abspielen mit diesem hässlichen Filter im Hintergrund und hat hier schon so eine nette Animation. Und ja, kann man gut gebrauchen. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Texten und Überblendungen. Was hier dieses Motion angeht, kann man sich verschiedene... Ja, Bildbewegungen praktisch hinzufügen. Wenn man eben nicht den ganzen Ausschnitt haben will oder bestimmte Teile drüber fahren will zum Beispiel, oder wie hier, dass man das Bild drehen lässt zum Beispiel. So weit, so gut. Verschiedene Effekte. Und dann hat man hier noch am Ende Elemente, die man hinzufügen kann. Die muss man erst runterladen mit diesem Runterladknöpfchen hier. Jetzt kann ich mir da noch ein Flugzeug hinzufügen. Ja, wunderbar. Kann ich den auch animieren? Das muss ich mal gucken. Nee, das ist jetzt ein Flugzeug, der ist statisch, oder? Ja, das ist halt ein animiertes Flugzeug. Gibt es allen möglichen Kleinschmarrn, den kann man sich reinhauen, aber wirklich viel Schmarrn, den man da verwenden kann. Netten Schmarrn. oh, nette Kätzchen und so. Ja, soweit war es schon zum Hauptsächlichen. Was die Bedienung an sich angeht, da lade ich mir gleich nochmal das Video neu rein, denn machen wir hier New Project, dann fange ich mal wirklich mit dem Schneiden an. No, I don't wanna save the changes. So, erstmal schon mal, wie kann ich das hier vom Template her einstellen? So, da sind auch noch Templates, ein wichtiger Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Festival, Fotobook,
Fotoalbum, Challenge, bla bla bla. Travel, Love, Family and Friends, Christmas Party Invitations. Ja, das sind eher so nette kleine, ja, Voreinstellungen. Wenn ich jetzt hier das nehme und das dann dazu hole. Okay, dann habe ich hier... Die haben da zwischendurch mein Video mit eingeblendet. Ah, man kann sich hier... Okay, zu allen Sachen etwas mit reinblenden und rein importieren. Ich habe mir das jetzt anscheinend nur für den Anfang mit rein importiert. Hier das Video. Okay. Und dann hat man hier so vorgefertigte Pfade sozusagen. Bestimmte Animationen werden einfach ausgeführt zu dem jeweiligen Content-Typ, den man importiert. Ob Video oder Bild. Ja, und dann kann man es exportieren. Gut. Und was ist jetzt, wie in meinem Fall, ich möchte eigentlich ein Short-Video machen, aus meinem langen Stream auf eine Minute runterschneiden, kann ich irgendwie Voreinstellungen treffen, dass es nicht 16:9 ist? Ja, inzwischen schon, aber nur mit der neuesten Version, mit dem neuesten Update der Version 6.0.0. Mit der Version 5.4.0, mit der ich das ursprüngliche Video aufgenommen habe, ging es noch nicht. Darum hier ein kurzer Einschnitt aus der Zukunft, bevor es dann wieder mit dem alten Video weitergeht. So sieht dann das Programm aus, wenn ihr die 6.0er Version aufmacht. Ihr habt hier gleich am Anfang einen Auswahlbildschirm zwischen den verschiedenen Formaten, was toll ist, dass die Entwickler daran gedacht haben und es um diese Feature erweitert haben. Da habt ihr das 16:9er Format, das Standardformat von heutzutage, das 9:16er Format, das ist dann das Hochkantformat, das ursprüngliche Format, das 4:3 Format und ein 1:1 Format, das ist das, was ich gebraucht habe für Instagram und Shorts zum Beispiel. Dann wählt ihr das eine aus, klickt hier auf New Project, dann dauert es einen Moment, dann öffnet sich das neue Projekt, dann zieht ihr die zuvor importierten Daten rein und dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ihr hier dann noch einen Crop einfügen möchtet, könnt ihr das auch tun. Also das heißt, wie ich das gerne gemacht hätte, schon in der alten Version, ihr könnt hier praktisch dann einen Ausschnitt auswählen, auf diesen Crop-Button gehen, hier Format 1:1 nehmen und dann sagt ihr, okay, vom ursprünglichen Bild möchte ich jetzt mich gerade noch mit drin haben, möchte da noch ein bisschen die Action miterleben und hätte dann hier praktisch dann in der Action hier so einen Ausschnitt, dass man die Action noch sieht, aber mich auch noch mit. Und dementsprechend kann man das machen. Toll, dass diese verschiedenen Aspect Ratios mit eingebaut wurden und ihr habt also die Möglichkeit, solche Videos auch zu erstellen. Und nun geht's weiter mit meinem ursprünglichen Video. Bis dann! So, wenn ich jetzt hier anfange und möchte das jetzt exportieren. Okay, hier sind nur Breitbildformate. Device, hier hat man so Voreinstellungen für verschiedene Devices, dass man gleich die richtige Encoding-Einstellungen hat. Auf dem PC hat man hier die Möglichkeit, in verschiedenen Formaten zu exportieren. Kann hier entscheiden, wo man es rausspeichert. Hat hier eine bestimmte Auflösung und die Framerate, ob es nun 30 FPS sind, 60 FPS. Sieht hier dann auch vorm Rausrendern, wie lang praktisch nochmal das rauszurendernde Material ist und die voraussichtliche Größe und kann es dann exportieren. Das ist eigentlich sehr einfach aufgebaut, wie das ganze Programm. Und eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, also zum einen auch leider hier die Spuren kann man nicht größer ziehen. Es wäre sehr praktisch, die Audiospur in einer größeren Anzeige zu sehen, dass man hier die kleinen Unebenheiten auch sehen könnte. Aber leider ist es hier nicht möglich. Das ist wirklich ein großes Manko, denn so kann man kaum arbeiten mit so einer kleinen Anzeige der Audiospur. Dementsprechend, wie ihr seht, ich fange hier schon an zu sprechen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, es ist super klein da. Hier sieht man halt fast gar nichts. Und dementsprechend oft
fängt man schon an zu sprechen und hat, müsste eigentlich schon einen ziemlichen Ausschlag haben. Diese Software zeigt das aber nicht an, richtig. Dementsprechend ist es super schwer, an solchen Stellen zu schneiden, vielleicht wo man nicht ganz laut spricht. Keine Ahnung, wieso er das nicht anzeigt, aber schaut mal, jetzt lege ich los. Schaut mal, ich spreche schon ziemlich laut, hab da solche Mini-Wellen. Und falls ihr dieses Rattern auch hört, was ich die ganze Zeit höre, fragt mich nicht, das kommt jedes Mal wieder rein in die Software, wenn ich nur zum Beispiel meine normalen Lautsprecher angeschlossen hatte und dann umschalte hier auf die Kopfhörer. Wenn ich eine Quelle ändere, eine Ausgabequelle, wo ich das Audio raushöre, fängt es an mega zu rattern. Ich habe jetzt auch im Audio und so ein leichtes Hintergrundgeräusch, das habe ich wirklich nur in diesem Programm. Keine Ahnung, was das ist. Also mir hat schon einmal die Problembehandlung von Audio auf Windows geholfen, von Windows 11. Die hat das dann gefixt oder neue starten und dann von vornherein die Kopfhörer als Ausgabequelle in Windows ausgewählt zu haben. Dann habe ich das Problem nicht mehr gehabt. Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob die Audio-Ausgabequalität im Programm wirklich dem entspricht, wie sie tatsächlich ist, weil sie klingt ein bisschen krächzender, ein bisschen kratzender, als es tatsächlich ist. Im dann gerenderten Video hat sich's wieder gut angehört. Also keine Ahnung, was da für Probleme sind. Ich kann das nicht wirklich einordnen, muss ich zugeben. Also gut. Ah, genau. Dann könnt ihr hier, wie in jedem anderen Schneideprogramm auch, zoomen. Und da seht ihr schon mal eines der weiteren Hauptprobleme. Ich dachte, dieser Bug wäre jetzt behoben. Die Audiospur wird komplett geblurrt. Das heißt, ihr könnt nicht mehr ganz genau auseinanderhalten, wo ein Ausschlag endet und könnt dementsprechend nicht mehr genau arbeiten. Ich dachte, das wäre jetzt behoben gewesen. Das letzte Mal, ich schwör's, heute habe ich es benutzt. Es hat besser funktioniert, es war leicht geblurrt, aber man hat zumindest die Stellen noch erkannt. Jetzt ist es nur noch ein richtiges Brei. Das hatte ich in der vergangenen Version auch schon vor dem letzten Update. Ich dachte, das wäre gefixt worden, aber anscheinend leider doch nicht. Ja. So, hier schneiden wir es ab. Dann haben wir das Intro und jetzt suchen wir uns mal hier was aus für die Action. So, jetzt mache ich es wieder kleiner, damit ich wieder einen besseren Überblick habe. Seht ihr, so sieht es noch gut aus, aber es wird nicht nachgeschärft, diese Spur, diese Audiospur. Es ist echt komisch. So, dann suchen wir uns einfach mal coole Stellen raus. Wartet mal. So hüpfe ich dann einfach mal immer durch. So, ja, so ein bisschen umschauen, schnell mit rein. Ich kann halt immer nur kleine Ausschnitte nehmen, ne? So, das Restliche hier schmeiße ich schon mal weg. Das brauche ich schon mal nicht mehr. Oh, nein! Na, das Sch-Wort wollen wir nicht haben. So, und jetzt zoome ich zum Beispiel einmal rein und zeige euch, was ich meine. Wie will ich hier gucken, dass ich das Sch-Wort nicht mit drin habe? So, mehr oder weniger. Und schaut mal, da ist es weiterhin geblurrt und da zeigt das wieder scharf an. Also kein Plan, was da los ist, echt, ganz ehrlich. So, fällt gerade auf. Ich glaube, ich schiebe hier einfach heute mal für mein Ingame-Ding die Webcam da mal hoch. Eine andere Stelle. So, ich glaube, da passt besser rein. Gut, ich hoffe, ihr habt vorher noch gesehen, was ich meinte hier unten mit der Stelle. Jetzt seht ihr mal in Realtime langweilig, wie lange man suchen muss, bis man nette Stellen für so ein kurzes, einminütiges Video raus hat. Eieiei, da habe ich das mit dem S-Wort wirklich hier übertrieben. Vielleicht schneide ich das nachher hier raus. Zu viele S-Wörter sind nicht gut. So, eine Sache, die hier wirklich, wirklich fehlt, ihr lieben Entwickler, ist eine Timeline. Also ich merke mir jetzt hier die Stelle 1.35.15, ja, da möchte ich hin.
Was kann ich normalerweise machen? Ich gehe einfach mit der Maus. Normalerweise hätte ich hier oben eine Timeline. Klick hier irgendwo hin und dann komme ich halt auch in der Mitte von einer solchen ausgeschnittenen Video, eines ausgeschnittenen Videobereichs, komme ich an diese eine Stelle, ja? Egal wohin, klicke ich oben drüber, dann komme ich an die Stelle, wo ich hin will, ne? Hier geht es nicht. Ihr könnt tatsächlich nur, wenn dann hier so hin und her sliden, das geht, aber ihr, wenn ich jetzt hier 1,35, 15, ich glaube, das war doch gerade die Stelle von gerade eben, oder? Wenn ich da hin will und ich weiß, ich will da hin, dann kann ich nicht wissen, wo genau die Stelle ist. Ich kann entweder nur 1,35, 15 hier auf einen Bereich draufklicken, dann komme ich sofort an den Anfang dieses Bereiches. Oder ich kann mich halt einfach zurechtsuchen. Aber Leute, eine Timeline ist doch wirklich ein Basic, das sollte doch mit dabei sein. Ne? Oh, natürlich erstmal speichern. Hier auch noch ein Punkt, der gewöhnungsbedürftig ist. Ist nicht weiter schlimm, aber wie ihr seht, ich habe hier jetzt kein normales Menü mit File und so weiter und so fort. Darum zum Speichern müsst ihr hier reingehen, erst auf diese drei Striche, dann auf File und dann Save Project As. Und dann könnt ihr erst aussuchen, was ihr hier wollt. COD Short WhatsApp, so hieß das Video. Okay, so jetzt ist es gespeichert, jetzt können wir weitermachen. Schaut mal, da bin ich schon bald bei einer Minute. Es geht relativ schnell. Also es macht mir, ich muss sagen, ich liebe es nicht zu schneiden, aber für Shorts ist es cool. Gerade wenn man, kann ich empfehlen, auch wenn ihr vielleicht auch Streamer seid, wenn ihr ein kleines Video haben wollt, was wiederum auf euer Hauptstream verweist, also ein einminütiges Zusammenschneiden macht, finde ich, auch recht Spaß. Kann man schnell mal machen und ja, ihr habt dann sowohl Short-Views als auch Views von dem Stream, die generiert werden über den Short und weil er verweist auf das Hauptvideo. Und ja, das ist ganz cool. Einfach so eine Art Teaser, wisst ihr, so wie so ein Mini-Trailer für einen Kinofilm. So eine Art Stream-Trailer, finde ich. Also dafür finde ich Shorts ziemlich cool. Also das Scrollen ist auch komisch, wie ihr seht. Okay, das wäre jetzt schon zu lang, das Video. Für einen Short, wenn ihr eine Minute überschreitet, dann ist das Video schon zu lang. Die sind da knallhart, da gibt es kein Erbarmen. Genau, jetzt kann ich hier gar nicht hinspringen. Seht ihr das? Wie soll ich da an die richtige Stelle hinkommen? Nein, ich muss erstmal unten auf den Teil draufklicken, wo ich hin will. Jetzt kriege ich erst einen Cursor dahin, dass ich hin und her swipen oder wie auch immer man das nennen möchte, fahren kann. Das ist wirklich nervig. Bitte, liebe Entwickler, macht eine Timeline rein. Das ist das Essentiellste überhaupt hier, was noch fehlt. So, jetzt versuchen wir mal hier die Beschleunigungsfunktion, die habe ich noch nicht probiert. Fast, zweifach. Okay, ich kann es auch nicht animieren. Jetzt schauen wir mal. Okay, 1,5-fach geht nicht. Nee. Das ist echt zu wenig Optionen, man kann nicht animieren. Das wäre wirklich noch was gewesen. Okay, machen wir es auf normal und schneiden lieber was raus, das ist einfach zu schnell. Ich kann das wohl eine Fail-Compilation nennen. Sehr gut. Passt. Okay, gefällt mir. So, und jetzt kommen wir hier noch einmal zum Exportieren. Was sind hier Videos? Gibt es da irgendeine Library oder irgendwas? Okay, man hat eine Musik-Library, das ist schon mal gut. Okay, dann Qualität, hier MP4, Settings,
Aber trotzdem knallen wir einfach rein. Das ist eh nur ein einminütiges Ding. Eigentlich hat es eh 720p. Dann lassen wir das jetzt so. Mann, der 15.000, das ist over the top. Das ist total übertrieben. So. Exportieren wir das als Short. What's up? So. Exportieren. Nein, jetzt hat das da. Ah, wo muss ich da jetzt hin? Seht ihr mal live, wie lange das braucht. Ich habe einen recht guten PC mit einem AMD 5000, also Ryzen 7 5800X, 32 GB Arbeitsspeicher, einer 4070 Ti Supreme X von MSI. Dementsprechend, vielleicht damit ihr das ein bisschen besser einordnen könnt, das ist jetzt nur ein einminütiges Video. Ich habe schon das Gefühl, dass die Renderzeiten recht lang sind, muss ich ehrlich gestehen. Aber noch okay, würde ich sagen. So, ihr Moody ist dann. Dann nochmal kurz einmal gemeinsam anschauen. So, und jetzt schaue ich mir das mit euch an. Volle Qualität. Ja, ist schon okay dafür, dass es 720p war und nochmal encoded ist. Ist schon okay. Da kann man nicht viel erwarten. Okay. Ja, das war's soweit. Vielleicht hier nochmal ein kurzes Fazit. Also, ich habe den eigentlich schon vorweggenommen. Man kann das Programm durchaus benutzen. Es ist gerade für Anfänger wirklich gut geeignet, da kann man nichts sagen. Für erfahrene Benutzer, die halt vielleicht auch schon mal Premiere Pro oder andere wirklich professionelle Schneidesoftware verwendet haben, da fehlt schon einiges. Also, wie gesagt, nochmal um das zusammenzufassen, die anpassbaren Bereiche, dass man sie sich hin und her schieben kann. Die Timeline sind ganz wichtig. Ein Audio-Scrubber, wie bei Premiere Pro, dass man hört, während man drüber spult mit der Hand, wie man gerade spricht, dass man genau weiß, wo soll man schneiden und wo nicht. Das wäre der Hammer, wenn Sie das einfügen würden. Nett sind diese Transitions, die mit drin sind. Die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Diese Texteinblendungen, die schon voranimiert sind, sind super praktisch. Also wenn man schnell was machen möchte, kann man machen. Ja, diese Pans kann man bestimmt gebrauchen. Diese kleinen Dinger, ehrlich gesagt, ja, ganz nett vielleicht für Kinder, um damit rumzuspielen. Ich weiß nicht. Oder um ganz nette, lustige Videos zu machen. Ich habe gesehen, da waren noch ein paar Smileys dabei. Kann man schon mal gebrauchen. Ja. Ja, soweit. Alles in allem okay. Kann man machen für Anfänger. Für Erfahrene fehlen da noch einige wichtige Sachen wirklich drin. Wenn ihr lieben Entwickler das nachreicht, dann könnte das eine richtig gute Software sein, wenn man sie aufs Wesentliche konzentriert, wie es anscheinend ja auch schon angedacht ist, wie hier gesagt. Aber diese paar Features hinzufügen könnte, die ich angesprochen habe, dann wäre es eine richtig gute Software. So viel zu dem. Bitte lasst mir ein Abo da auf YouTube und ein Like, da würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Game Stream. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.